So, einmal Infraction. Damit machen wir heute einen Speedrun. Wir fahren an 4S und an 6S. Und zwar, wir fangen mit 4S an. Ich habe jetzt Akkus vom Gens S. Motor, Regler und Motorritzel ist original. Motorritzel ist ein 15er. Wir fahren natürlich die Originalreifen. Wie man sieht, die sind auch neu. Jo, legen wir mal los. Locker steht auf 4,6 und dann gucken wir mal. Nee, das 4S. Echt? Das 4S. Ja, aber überleg mal, was der abhaut. Ein Reiter, Alter. Und mit den Nikos reißt, wa? Ganz genau. Guck mal, der geht auf der Geraden und weg. Auf der Geraden ist der nicht weggegangen. Das Fahrwerk ist auch nicht original. Und die Differentialbefüllung ist nicht original. Ja, eben. So, jetzt wollen wir mal gucken. Der lief jetzt 77,1, aber ich mache zur Sicherheit mit dem Handy nochmal ein Bild. Ja, und dann fahren wir gleich 6S. So, ich habe jetzt auf 6S umgebaut. Wir fahren auch wieder Gens S Akkus, 2x3S. Die Akkus, die haben 60C. Ja, dann gucken wir mal. Das kann ich dir jetzt so aus dem Stand draußen nicht sagen. Da müssen wir gucken, was ich für eine Übersetzung habe. So, er ist frei. Oh, die rutschen. So, einen machen wir noch. Thank you.
jetzt bin ich mal gespannt. Okay, hiervon muss ich auch ein Bild machen, das sind jetzt 100,9. Und als kleiner Vergleich, der Kollege, der dasselbe Modell hat, der hatte 100C Akkus, der fuhr 104. Ja, und wir fahren jetzt gleich nochmal mit PMT-Rädern. Dann wollen wir mal gucken, wie schnell der damit läuft. Also, bis gleich. So, wir fahren jetzt mit PMT-Rädern auch nochmal an 6S. Locker, den habe ich nochmal genullt. Dann wollen wir mal gucken. So, Straße frei. Das sind jetzt 97,6. Ja, und das ist in Ordnung. Mache ich hiervon auch noch ein Bild. Und dann macht's gut und bis zum nächsten Mal.